Hey Mord, Alter. Na, alles im Lot? Bist wieder fit? Mensch, Lenny, du hier in der Klapse? Echt genial, ey. Freut mich. Was treibst denn hier eigentlich? Naja, dein Seelenklempner meint, ich soll dich mal besuchen. Das soll deiner Behandlung förderlich sein. Und dir helfen, die ganze Sache endgültig zu verarbeiten. Sache? Welche Sache, Lenny, mein Messer? Na, die Sache mit den 500.000 Euro und so. Du weißt doch noch, was ich meine. Ach so. Die Sache... Ach, alles locker. Ich bin dir da nicht mehr sauer, Alter. Echt nicht? Und du willst mich nicht mehr umbringen, oder? Umbringen, Lenny? Ach, Quatsch. Naja, jedenfalls nicht im Moment, aber auch egal. Lenny, mein Besser, ist bei dir alles mit Grün? Ich muss mal wissen, wie spät es ist. Warte, da schau ich mal auf meine Rolex. Moment, hier ist es schon 11.30 Uhr. An deinem Arm ist keine Rolex, Alter. Da ist gar nichts. Lenny, willst du mich vereiern, ey? Schau mal hier auf meine Rolex. Guck mal, 11.20 Uhr. Die sieht doch toll aus, oder? Ach du Scheiße, was geben die denn, Moat? Du bist ja voll am Trip, Mann. Und du siehst eine Rolex, wo gar keine ist. Aber Moment mal, da vorne ist ein Pfleger. Ich bin mal ganz kurz weg. Ich muss mir nämlich bei dem was zu spülen holen für die Tabletten. So, da ist er wieder. Und 3 von den blauen und 4 von den weißen und... Ach. Blau ist aber nicht Viagra, oder? Nee, so weit ist es noch nicht. Das packt die Caro auch ohne das Zeug. Bei mir steht dann auch alles. So genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen. Apropos Caro, Lenny, hast du dich ein bisschen um sie gekümmert? Naja, ich habe jeden Tag mal vorbeigeschaut, ihr 10 Euro für die U-Bahn zur Uni gegeben, Lohnbrot geschmiert, ne? Und Jenny habe ich dann zur Schule gebracht. Lenny, Jenny ist 17, die brauchst du nicht mehr zur Schule zu bringen. Mensch, aber geile Aktion. Du bist ja fast wie eine Mutter ohne Brüste. Naja, du Moat, so freiwillig war das nicht, mit in die Schule gehen. Aber was willst du machen, ne? Die Kleine hatte eindeutig die besseren Argumente. Oha, die Nummer mit dem Butterfly? Du sagst es. Ach so, da musst du also Schutzgeld eintreiben für die Kleine. Ach Mensch, ey, das ist ein Schlitzohr. Die weiß genau, wie sie ihrem Patenonkel Lenny um den Finger wickeln kann. Erpressen trifft es besser, Alter. Aber lass mal gut sein. Den Mist habe ich mir selbst aufgeheizt. Hätte ja nicht unterschreiben müssen damals. Lenny, komm, wir gehen zum Schocker. Ich hab da gleich einen Termin. Ja, okay, ne, Moment, aber ich hol mal eben schnell Werner, der brutzelt schon unten im Auto. Oh, ich hab ihn an einem sonnigen Ort abgestellt. Ich hoffe, du hast ein Fenster nicht offen gelassen, ey, damit der alte Werner nicht wieder Unfug macht. Sicher das, schon allein, damit er keinen Zug bekommt. Er ist nicht mehr der Jüngste und alte Menschen erkälten sich leicht. So, Moment, bin gleich wieder da. Kurze Zeit später. Ah, da seid ihr beiden, ey. Schaut mal, da wird gerade Rennauto Ingo geschockt. Boah, guck mal, wie der Ach du Scheiße, hey, in seine Rübe fängt schon an zu rauchen. Ach, das tut nicht weh, Alter. Ich hab das schon 4-mal durch. Klaro, kannst du das mal testen, Wernerchen? Ingo ist fertig, los. Lass uns mal reindüdeln. Oh Mann, das geht da wieder schief. Ach Quatsch, Lennart. Du hast echt einen Sinn und ein Talent, alles schlecht zu reden. Ja genau, leg dich mal hin, Wernerchen. Und das eine Teil über den Kopf und die anderen 2 Elektronen auf dem Bauch. Hey, genau, Werner, du bist echt ein Profi. Hey, was passiert denn, wenn ich da gerade auf 1000 stelle? Nee, Lenny, nicht auf 1000! Oh, zu spät. Moat, tu da was, Mann. Moat, Werner wird geröstet. Ach, du Scheiße. 10.000 Volt. Puh, voll über Werners Rübe. Ey, das sieht echt krass aus, wie der zappelt. Moment mal, ich schau mal auf meine Rolex. Oh, schon 13 Uhr. Ey, lass mal an die Schenke satteln. Moat, du kannst doch nicht einfach so hier raus. Ja, Lego, hab ich mich doch selbst eingewiesen, Alter. Ich hätte doch schon nach... einen Tag wieder gehen können. Aber hey, warum eigentlich? Ich muss ja nicht. Du kümmerst dich um Caro und die Kleine und ich bekomme ja besseres Essen als zu Hause und die Rolex. Ja, und was machen wir denn jetzt mit Werner? Ach, lass die noch zappeln. Auf in die Schenke. Du, Moat, sag mal, das mit deiner Rolex, ne? Du hast da echt keine am Arm. Glaub mir das. Denkst du, ich bin blöd, Lenny? Ich weiß selber, dass ich keine Rolex habe. Aber irgendeinen Grund muss ich ja suchen, um vorweisen zu können, dass die mich hier auf der Station behalten und dass ich auf die Zappelbank kann. Du gehst da freiwillig drauf? Ja, ey, Alter. Seitdem klappt sie mich auch wieder voll mit dem Erinnern und im Gedächtnis, ey. Ist wie neu, aber nun auf in die Schenke. Krass, ey. Auf geht's. Na denn los.